Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern, herzlich willkommen hier in der Kaufmännischen Schule Göppingen. Ich freue mich, dass Sie sich für die Schularten, für die Wirtschaftsschule und für das BIJ interessieren. Mein Name ist Carsten Atz, ich leite die beiden Schularten und versuche Sie mit den wichtigsten Informationen zu diesen beiden Schularten in den nächsten Minuten zu versorgen. Beginnen möchte ich mit dem Überblick der Ziele von der WS und dem Berufseinstiegsjahr. Zunächst mal, Sie kommen ja von den Schularten Hauptschule, Werk, Realschule, Realschule, Gemeinschaftsschule und VAB. Und Sie besuchen entweder das Berufseinstiegsjahr oder die Wirtschaftsschule. Die Wirtschaftsschule hat zunächst mal das Ziel, sie findet 2 Jahre statt und hat das Ziel der mittleren Reife, entspricht also einem Realschulabschluss, während das Berufseinstiegsjahr 1-jährig ist und das Ziel hat, die Berufsreife zu erlangen und den Hauptschulabschluss gegebenenfalls zu verbessern. Im Anschluss an dieses eine Jahr im Berufseinstiegsjahr oder in der Wirtschaftsschule nach den 2 Jahren können Sie dann entweder eine Berufsausbildung beginnen oder aber gegebenenfalls, falls Sie die Wirtschaftsschule mit der mittleren Reife abgeschlossen haben, das Berufskolleg oder das Wirtschaftsgymnasium entsprechend besuchen. Ich möchte beginnen mit den wichtigsten Informationen zur Wirtschaftsschule. Einsteigen möchte ich dabei zunächst mal mit den Aufnahmevoraussetzungen. Ganz wichtig ist, als wichtigste Aufnahmevoraussetzung ist der sogenannte Hauptschulabschluss oder ein Abschluss des BIJ, unabhängig davon, an welcher Schule sie den gemacht hat. Also ob das bei der Hauptschule war oder einer Werkrealschule, einer Gemeinschaftsschule oder einer Realschule oder einem VAB. In diesen Fällen haben sie einfach den Hauptschulabschluss und der rechtfertigt die Aufnahme in die WS. Gleiches gilt für das BIJ. Wenn sie dort einen Abschluss haben, dann rechtfertigt es ebenfalls die Aufnahme in die WS. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten der Aufnahme, und zwar völlig unabhängig, ob man Hauptschulabschluss gemacht hat oder nicht. Das ist natürlich extrem detailreich, und Sie sehen hier zunächst mal die Folie. Wenn Sie von der Gemeinschaftsschule kommen und Sie haben zum Beispiel im Niveau M Ihren Unterricht gehabt, dann können Sie zum Beispiel mit Versetzungszeugnis in die Klasse 10 zu uns an die Wirtschaftsschule wechseln. Oder das Gleiche gilt an der Gemeinschaftsschule Niveau M nach Klasse 9 mit dem Abgangszeugnis. Da gibt es allerdings bestimmte Notendurchschnitte zu erreichen. Alle Varianten möchte ich in diesem Zusammenhang gar nicht aufzählen, weil das einfach die Zeit dieses Videos sprengen würde. Deswegen beschränke ich mich einfach nur auf das Beispiel Gemeinschaftsschule und zeige Ihnen in der nächsten Folie schon, dass auch für Realschule und hier die gleich, also ähnliche Regelungen gelten, die die Aufnahme in die Wirtschaftsschule rechtfertigen. Ja, aber immer noch ganz wichtig, Hauptschulabschluss ist der allerwichtigste Zugang. Unabhängig davon können Sie eben durch diese Zugänge ebenfalls zu uns wechseln. Das sind allerdings die absoluten Ausnahmen. Man kann auch übers Gymnasium zu uns kommen, das heißt zum Beispiel, wenn man im G8-Zug unterrichtet wird, dann hat man nach Klasse 8 die Möglichkeit, mit dem Versetzungszeugnis in die 9. Klasse zu uns zu kommen oder aber nach Klasse 8 mit dem entsprechenden Abgangszeugnis. Gleiches gilt noch eine kleine Ausnahme für die Haupt- und für die Werkrealschule. Auch da gibt es besondere Voraussetzungen. Mein Angebot an Sie ist in diesem Zusammenhang, melden Sie sich einfach, wenn Sie in diesen Dschungel nicht mehr zurechtkommen, fragen Sie bei uns nach, wir beantworten sehr gerne Ihre Frage oder Ihre Fragen. Wichtig wäre noch in diesem Zusammenhang zu sagen, dass die Wirtschaftsschule eine Probezeit hat, also ein sogenanntes Probehalbjahr. Und dieses Probehalbjahr führt dazu, wenn man es nicht besteht und sich im zweiten Schuljahr nicht verbessert, dann muss man die Schulart verlassen. Das heißt, man kann dann auch nicht wiederholen, sondern muss die Schulart dann tatsächlich verlassen. Weiterhin möchte ich Sie einfach über die Unterrichtsfächer informieren. Also es gibt, wir unterscheiden hier bei Pflichtfächer und sogenannten Wahlfächern. Die blau hinterlegten Fächer sind die Fächer, die Sie kennen. Da ist nichts Neues dabei, wie Englisch, Mathematik, Deutsch und Bio. Neu dazu kommt bei uns das Profilfach berufsfachliche Kompetenz und das Fach Projektkompetenz, genauso wie die Textverarbeitung, was man auch als Büromanagement darstellen kann. Außerdem gibt es noch die gelb markierten Fächer, das sind unsere Wahlpflichtfächer, die ich Ihnen gleich in einer anderen Folie nochmal genauer vorstellen möchte. Zunächst aber einfach mal der Blick auf die, genau hier sind nochmal die Wahlpflichtfächer. Wir haben hier die Fächer Übungsfirma,
Stützunterricht Deutsch, Wirtschaftsgeografie, Physik oder Chemie. Alle Fächer muss man natürlich nicht wählen, sondern jeder Schüler kann individuell nach seinen Interessen zwei dieser Fächer auswählen und die entsprechend dann über zwei Jahre hinweg belegen. Interessant ist sicher auch, Informationen zu bekommen über die Inhalte dieses neuen Fachs, berufsfachliche Kompetenz. Da steckt dieses Fach oder inhaltlich VBRW dahinter. Das bedeutet, ich habe da drin Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft und Rechnungswesen. Und ich habe Ihnen mal beispielhaft die Inhalte für das erste Schuljahr abgebildet. Da sehen Sie zum Beispiel, zunächst mal werden da die Grundlagen des kaufmännischen Rechnens unterrichtet, wie zum Beispiel Dreisatz oder Prozentrechnen. Außerdem haben wir noch Themengebiete Bewerbung, Ausbildung und Vergütung. Zudem wird der gesamte Verkaufsprozess mit seinen Grundlagen unterrichtet, also die Grundlage des Verkaufsvertrags, rechtliche Grundlagen zum Beispiel. Und man bildet diesen ganzen Prozess dann zum Beispiel in einer Unternehmenssoftware ab. Die heißt Navision, kommt von Microsoft und jeder Schüler erhält da das entsprechende Programm, um auch zu Hause üben zu können. Hier sehen Sie einfach mal beispielhaft einen Stundenplan für die WS1. Das ist der Stundenplan aus dem Jahr 2019 mit den Fächern. Sie sehen einfach, dass hier vorwiegend Vormittagsunterricht stattfindet, dass nachmittags relativ wenig Unterricht stattfindet, sodass die Schüler auch noch genügend Zeit haben, sich auf die entsprechenden Unterrichte zu konzentrieren zu können und durchaus auch etwas Freizeit noch haben. Sie sehen aber auch hier die Profilfächer, also dieses Fach BFK, sehen Sie hier mit dem lila hinterlegten Hintergrund. Dieses Fach ist siebenstündig und ist natürlich ein sehr wichtiges Fach, zumal Sie ja auch diese Wirtschaftsschule besuchen. Andere Schulen, die auch eine Berufsfachschule haben, haben da entsprechend andere Schwerpunkte. Bei uns liegt also dieser Schwerpunkt auf dem Fach Wirtschaft. Also hier nur noch mal beispielhaft dieser Überblick auf diesen Stundenplan. Besonderheiten bei uns sind Einführungstage. Wir starten das Jahr mit Einführungstagen. Ein ganz anderer und wichtiger Schwerpunkt stellt bei uns aber natürlich die Berufsorientierung dar. Wir machen die Berufsorientierung bei uns an der Schule mit der Stiftung Talenteschmiede. Da findet auch ein eintägiges Seminar bei uns an der Schule statt. Außerdem unterstützt uns die Arbeitsagentur bei der Berufsberatung und wir machen dann noch zusätzlich ein Bewerbertraining mit der Kreissparkasse, um die Schülerinnen und Schüler möglichst gut auf ihre Berufe vorbereiten zu können und auf die Bewerbungsgespräche. Die Gründe dafür, warum die Wirtschaftsschule eigentlich eine richtig gute Schulart ist, die habe ich mal in fünf Positionen zusammengestellt. Zunächst machen wir eine sehr hohe Alltags- und Berufsorientierung. Außerdem kann man sich bei uns an der Wirtschaftsschule im Verhältnis zur Werkrealschule Zeit lassen. In der Werkrealschule findet diese mittlere Reife in einem Jahr statt. Bei uns haben sie zwei Jahre zum Erreichen der mittleren Reife Zeit. Außerdem kann es sein, dass die Ausbildungsbetriebe nach dem erfolgreichen Abschluss diesen Abschluss damit vergüten, dass man die Ausbildungszeit verkürzen kann. Außerdem stellt es für alle Schüler einen Schulwechsel dar. Das heißt, man kann neu starten mit anderen Schülern und mit anderen Lehrern. Und man hat außerdem Zugang zu den weiterführenden Schularten direkt hier im Haus, zum Beispiel zum Berufskolleg oder zum Wirtschaftsgymnasium. Außerdem bietet unsere Schule natürlich vielfältige andere Dinge an, neben diesem Unterricht. So haben wir einfach zum Beispiel ein Netzwerk mit internationalen Kontakten, das die Schüler zum Beispiel nutzen können, um an einem Austausch und Besuch im anderen Land teilzunehmen. Wir haben eine UCON, das ist eine Schülerfirma, die vertreibt Produkte wie Olivenöl und anderes. Und ist es tatsächlich eine echte Firma, die auch tatsächlich Produkte verkauft. Und wir haben natürlich auch eine SNV, wie viele anderen Schulen. Wir haben Bildungspartnerschaften mit der IHK, die es uns erlaubt, dass wir Schüler auch in Praktika vermitteln können. Zudem haben wir verschiedene AGs, wie man durch die Symbole sieht. Wir haben eine Musik-AG, wir haben eine Theater-AG, Tanz-AG und Sport-AGs, verschiedene Fußball oder Handball. Zudem wird unsere Schule unterstützt durch Schulsozialarbeit und durch Beratungslehrer, die uns in bestimmten Fällen einfach unterstützen, um Schüler bei ihren Problemen beraten zu können. Damit habe ich zunächst mal die Information zu der Wirtschaftsschule abgeschlossen.
Und ich komme jetzt zu den Informationen zum BIJ. Die Aufnahmevoraussetzungen im BIJ sind folgende, nämlich sie richtet sich eigentlich an Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren mit dem Hauptschulabschluss, aber ohne Ausbildungsverhältnis. Zudem ist wichtig, dass man für diese Schulart einen Praktikumsplatz vorweisen kann. Und zwar, der sollte ein ganzes Jahr gehen und zwar wöchentlich zweitägig besucht werden. Schön wäre es, wenn es im kaufmännischen Bereich stattfinden kann, aber auch andere Praktika unterstützen wir gern. Der Überblick über die Fächer, auch hier haben wir ganz normale Fächer, also die schon an den vorhergehenden Schulen besucht wurden, Englisch, Deutsch, Sport, individuelle Förderung zum Beispiel, Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde. Neu dazu kommt eben dieser berufliche Aspekt, also sprich Mathematik und Fachrechnen, berufsfachliche Kompetenz, Computeranwendung, Projektkompetenz mit Sozialkompetenz sowie die sogenannte berufspraktische Kompetenz. Ja, diese Begriffe sind etwas, die sagen nicht gleich auf den ersten Blick etwas. Bei der Computeranwendung, da kann man sich relativ leicht vorstellen, was man darunter versteht. Es ist in dem Fall hauptsächlich Tabellenkalkulation. Die berufspraktische Kompetenz geht dann darauf ein, dass man im Handel sich relativ gut auskennt, also zum Beispiel Verkaufsgespräche führt und so weiter, während die berufsfachliche Kompetenz eher so diesen Hintergrund, diesen theoretischen Hintergrund abbildet. Außerdem bereiten wir mit der Projektkompetenz und mit Sozialkompetenz die Schüler darauf vor, in den Praktikas gut aufzutreten. Und auch, dass sie diese Fähigkeit, mit anderen Personen zu interagieren, dass sie das wirklich gut können. Und es passiert genau in diesem Fach. Ein Blick auf die Stundentafel im BIJ zeigt Folgendes. Donnerstag und Freitag findet keine Schule statt. Das heißt, an diesen Tagen finden die Praktikastage und die Praktikumsbesuche statt. An den Tagen Montag, Dienstag und Mittwoch findet ganz regulärer Unterricht statt. Sie sehen auch hier, das ist ein wirklich durchgehender Unterricht, also fast täglich 8 Stunden. Das ist eine ganz schöne Herausforderung. Aber es ist einfach wichtig, um die Schüler genau auf diese Berufsreife vorzubereiten. So, die Anmeldeprozedur für BIJ und WS sind nahezu gleich. Die Anmeldung erfolgt online. Das heißt, Sie gehen bei uns einfach auf die Homepage der Kaufmannsschule Göppingen, www.ks-göppingen.de. Sie klicken dort auf den entsprechenden Button, der die Schulart abbildet. Sie sehen hier entweder BIJ oder die Wirtschaftsschule. Dort klicken Sie einfach drauf und folgen dann einfach dem Verlauf. Dann werden Sie entsprechend geführt. Sie schicken das Formular ab und entsprechend werden wir Sie dann auch informieren, wie es dann weitergeht. Zu den Abläufen und Termine für die Bewerbung gilt Folgendes. Die vorläufige Anmeldung, die erfolgt Ende Februar. Die genauen Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage. Dazu brauchen wir eine beglaubigte Kopie vom Zeugnis. Und nach dieser vorläufigen Anmeldung erhalten Sie von uns bis Ende März eine schriftliche Benachrichtigung mit entweder der vorläufigen Zusage, einer vorläufigen Absage oder mit der Aussicht auf einen Nachrückplatz. Dann findet die endgültige Anmeldung statt und das wird gegen Ende des Schuljahres sein. Genaue Termine hierzu bitte auch von der Homepage der Kaufmannsschule. Dort wäre es schön, wenn Sie das Originalzeugnis mitbringen und persönlich erscheinen, soweit das die Corona-Bedingungen zulassen. Dann geht es weiter. Wir erhalten dann im Laufe der ersten Augustwoche normalerweise immer eine schriftliche Benachrichtigung. Aber wie das genau ist in diesem Jahr oder in den nächsten Jahren mit dem Termin, das schauen Sie bitte auch auf der Homepage. Und dann der ganz normale Unterrichtsbeginn, der Ihnen dann auch entsprechend kommuniziert wird. Ich hoffe, ich habe Ihre Fragen weitgehend oder Ihr Informationsbedürfnis weitgehend erfüllt. Falls Sie trotzdem noch Fragen haben, können Sie mich gerne erreichen. Nochmal zur Wiederholung, mein Name ist Carsten Arz, ich bin der Abteilungsleiter der Mittelstufe. Für Fragen zur WS, wenden Sie sich bitte über die E-Mail wirtschaftsschule@ks-göppingen.de an uns. Bei Fragen zum BIJ bitte das BIJ@ks-göppingen.de nutzen oder aber Sie können natürlich auf der Homepage die FAQs zur entsprechenden Schulart einfach nochmal durchlesen. Vielleicht finden Sie da schon Antworten zu Ihren Fragen. Das war's von meiner Seite aus. Ich würde mich freuen, wenn Sie Ihre Kinder oder wenn Ihr als Schüler zu uns an der Schule kommt.
Bis dahin alles Gute. Auf Wiedersehen.